Der Botanische Garten der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel blickt auf eine 350-jährige Geschichte zurück. Auf einer rund 8 Hektar großen Fläche können mehr als 14.000 Pflanzenarten aus aller Welt besichtigt werden. Und das 365 Tage im Jahr. In kurzer Zeit erleben Sie hier die Vielfalt der Kontinente. Gleich hinter dem Haupteingang mit seinem unverwechselbaren, schmiedeeisernen Tor befindet sich das Gartenrevier Amerika. Beheimatet sind dort vor allem Pflanzen und Bäume der gemäßigten Zonen Nordamerikas. Der Amerika-Pavillon lädt zum Verweilen ein und bietet Ihnen Informationen über den Botanischen Garten Kiel. Entlang des 10 Kilometer langen Wegnetzes finden Sie auch die Kieler Forschungswerkstatt. Sie bietet Schülerinnen und Schülern spannende Einblicke in die Forschung. Das System der Pflanzen nimmt den zentralen Bereich des Botanischen Gartens Kiel ein. Hier sind die Blütenpflanzen entsprechend ihrer Verwandtschaft angepflanzt. Im Revier Europa ist eine Auswahl wichtiger Biotope unserer Heimat zu besichtigen. Dazu gehören der Waldrand, der Erdenbruch, das Moor, die Heide und die Düne. Sie zeigen Pflanzen, die an den Küsten der Nord- und Ostsee heimisch sind. Der Arzneipflanzengarten zeigt Pflanzen, die seit jeher zu medizinischen Zwecken verwendet wurden. Die Pflanzen aus den Hochgebirgen der Welt vereint das Alpinum. Von den europäischen und asiatischen Hochgebirgen bis hin zu den Anden Südamerikas und den Gebirgen Afrikas. Das Gartenrevier Asien beeindruckt durch eine Vielfalt großer Bäume aus dem fernen Osten. Ihre Ursprünge liegen in Japan, China oder im Himalaya. Laufen Sie durch das Bambusdickicht und lassen Sie sich von zahlreichen Blütenpflanzen mit exotischen Formen und Farben begeistern. Ein Höhepunkt des Botanischen Gartens sind die 7 Schaugewächshäuser. Sie bilden eine der größten öffentlich zugänglichen Gewächshausanlagen Norddeutschlands und sie beherbergen Pflanzen aus verschiedenen Klimazonen. In den feuchtwarmen Tropen wachsen Lianen, Bambus und Bananen, ein Kakaobaum oder eine beeindruckend große Fischschwanzpalme. Auch Mangroven, die Titanwurz und tropische Wasserpflanzen wie die Victoria, die größte Seerose der Welt, sind in den Gewächshäusern zu bestaunen. Die Pflanzen des Nebelwaldes wie Farne oder auch Riesenschachtelhalme werden hier ebenso gezeigt wie Afrikas Wüstenpflanzen. So auch der afrikanische Butterbaum, der nur selten in den botanischen Gärten der Welt zu finden ist. Die amerikanischen Wüstenpflanzen werden unter anderem durch die 600 Arten umfassende Kakteensammlung vertreten. Kaffee- und Teepflanzen zeigen die Welt der Subtropen. Und schließlich sind die mediterranen Pflanzen Teil der umfangreichen Gewächshausausstellung.